Hallo, ich bin Hannah. Ich bin Teil vom Agape Children's Village. Agape ist das griechische Wort für die Liebe Gottes. Und wir haben hier so um die 20 Kinder und Jugendliche, die wirklich die Liebe Gottes brauchen, um zu heilen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Hintergründen, sind Vollwaisen, Halbwaisen oder wurden vom Sozialamt aus den Familien genommen. Und unser Ziel ist, diesen Kindern ein sicheres Umfeld zu geben, wo sie wieder heilen können und wo sie vorbereitet werden auf ein Leben in Selbstständigkeit und aus der Liebe Gottes heraus befähigt werden, auch die Liebe Gottes an andere weiterzugeben. Das Agape Children's Village ist Teil vom AVC Nehemia. Das ist eine deutsche Missionsgesellschaft. Das bedeutet Arbeitskreis verfolgte Christen und Notleidende. Und in Tansania ist die Partnerorganisation Nehemia Christian Aid Foundation. Das Agape Children's Village wird geleitet von Christina Drottleff oder Tina und Bupe Mwanjobe oder Madame Bupe als tansanische Co-Leiterin. Tina ist Deutsche, aber in Tansania groß geworden und Madame Bupe ist ihre tansanische rechte Hand. Und ich sehe mich so ein bisschen wie Josua oder Aaron, die die Hände von Mose gehalten haben, als Unterstützung für die beiden in ihrem unglaublich wichtigen und herausfordernden Dienst. Ich bin hier vor allen Dingen dafür den geistlichen Bereich. Das heißt, ich bereite Kinderstunden, Jugendschulstunden, geistliche Lehreinheiten für die Kinder vor, auch Kindercamps. Aber weil es viel effektiver ist, in die Hausmamas zu investieren. Denn die Kinder leben in zwei Kinderhäusern zu ungefähr je 10 Kindern und haben zwei Mamas, die sich um sie kümmern. Und die Mamas sind 24/7 für die Kinder da. Deswegen habe ich über ein Jahr die Mamas darin geschult, wie man geistig fördern und prägen kann. Einfach weil das Ziel ist, dass die Mamas den Kindern vorleben können, wie man geistlich feststeht. Weil wir der Überzeugung sind, dass egal wie gut Seelsorge und wie hilfreich und wie wichtig das ist, am Ende doch Jesus der ist, der am besten die Herzen kennt und heilen kann. Deswegen gab es eben diesen Kurs und es wird auch weiter fortgesetzt werden, diese Lehreinheiten für die Mamas. Aber es gibt jetzt auch vor allen Dingen einen Hauskreis, wo es so Richtung Jüngerschaft gehen soll, dass die Mamas einen Ort haben, wo sie geistig wachsen können, wo sie ihr Herz teilen können, wo sie sich einander tragen können in diesem anstrengenden und wichtigen Dienst. Also deswegen sehe ich das als einen besonders wichtigen Teil meiner Arbeit an. Gar nicht direkt für die Kinder, sondern indirekt über die Mamas für die Kinder, die Gott uns hier anvertraut hat. Neben der Arbeit im Kinderheim habe ich die Möglichkeit bekommen, mit Kairos Tansania zusammenzuarbeiten. Kairos, das ist ein Kurs, den es auf der ganzen Welt gibt, über Weltmissionen für Christen. Ich habe ihn auf Deutsch gelernt, andere auf Finnisch, andere auf wieder anderen Sprachen. Und den gibt es seit 2 Jahren auch in Tansania, auf Swahili. Und ich habe Kontakt zu einem sehr genialen Team von hochmotivierten Leuten, die diesen Kurs in ganz Tansania anbieten wollen, um die Gemeinde von Tansania zu ermutigen, selbstständig ihre Mitmenschen zu erreichen, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen und zu den Menschen zu gehen, die keinen direkten Zugang zum Evangelium haben. Das ist ein zweiter Teil meines Dienstes, der mir große Freude macht, der mir auch immer wieder die Möglichkeit gibt, ein bisschen raus aus dieser Bubble hier im Kinderheim zu kommen und mit anderen sehr coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich lebe in Afrika unter Tansanien, aber was richtig genial ist am Agape Children's Village ist, dass wir ein deutsches Team haben. Wir haben eine deutsche Leiterin Tina, wir haben immer wieder deutsche FSJler, die Mama Tabea als deutsche Missionarin, so Anfang 60, aber mit Energie für 5 Jugendliche, ist auch immer wieder hier, hat hier ihre Base. Und es tut einfach gut, immer wieder in der Muttersprache sich austauschen zu können und einfach so ein Stück Heimat als Rückzug zu haben. Und gleichzeitig haben wir doch auch ein großes Team von tansanischen Mitarbeitern, so 10 bis 15 Leute. Und das ist auch schön, einfach in der Kultur zu leben und als Teil eines tansanischen Dienstes hier leben zu können. Ich lebe auf dem Gelände, was immer auch seine Herausforderungen hat, sich dann auch irgendwie abzugrenzen. Aber was sehr schön ist, ist, dass in dem sogenannten Gästehaus, wo ich wohne, ich oben in der oberen Etage seit einigen Monaten eine richtig schöne eigene Wohnung habe, die ich mir mit Mama Tabea teile. Und das ist wirklich ein Geschenk Gottes, dass wir die so renovieren konnten und dass es ein Stückchen sich nach deutscher Heimat anfühlt, wenn ich dort bin. Und gleichzeitig, wenn ich runterkomme, bin ich voll im Leben hier. In dem Haus außerdem wohnt unser Buchhalter, der
Agape und auch immer wieder tansanische Volontäre oder eben auch Gäste. Und das ist tatsächlich auch einer meiner Aufgabenbereiche für Gäste, gerade auch internationale Gäste, für die Gastfreundschaft da zu sein, zu gucken, dass alles strukturell passt, dass die Wasserbehälter voll sind. Denn wir haben hier fließend Wasser, aber manchmal auch nicht. Und manchmal funktioniert die Pumpe nicht, manchmal fällt der Strom aus. Also für solche Sachen bin ich dann auch zuständig, ob ich will oder nicht. Genau, genialerweise haben wir eine Wasseraufbereitungsanlage hier auf dem Gelände, was cool ist, weil dadurch haben wir immer sehr, sehr gutes Trinkwasser. Das sind einfach Dinge, auf die kommt man, glaube ich, in Deutschland nicht, dass man an sowas denken muss. Aber wir sehen einfach da, wie Gott uns echt versorgt mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir auch brauchen, um ein Leben zu führen oder einen Lebensstandard zu haben, der uns ermöglicht, diesen Dienst hier zu tun. Danke für dein Interesse an diesem Dienst hier. Danke für jedes Gebet. Wir sind wirklich angewiesen auf Gebetsunterstützung. Und Mungu Akubariki, Gott segne dich.